Einen wunderschönen guten Morgen zusammen und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Minecraft After Humans. Ja, ich habe noch, ja, ein bisschen noch bei der Afghane rumgestanden, habe noch den Regen abgewartet und ich würde sagen, heute gehen wir auf eine kleine Erkundungstour. Eigentlich wollte ich das ja in den kommenden Folgen machen und ich denke mal, mit dem Sonnenaufgang lassen wir es auch so. Von der Zeit her sieht einfach nur schöner aus. So, aber für eine kleine Erkundungstour brauchen wir natürlich auch noch etwas, ein bisschen mehr Platz. Achso, ich habe noch ein paar Lampen noch hingesetzt. Hier eine Lavalampe. Wo habe ich noch eine hingesetzt? Ja, ich habe nur hier eine Lampe, genau, für zu schauen, wie sie ist. Dann habe ich hier zwei, geht doch da durch, mein Gott. Zwei Neolampen noch hingestellt. Hat sich wieder so komisch, oh Gott. Zwei Neolampen dorthin gesetzt. Und dasselbe auch für hier draußen. Ui. Ja, irgendwas ist das mit dem Shader. Genau. Da würde ich sagen, wir gehen mal heute mal auf Erkundungstour. Vielleicht bekommen wir was Schönes zu sehen. Denn wir haben ja hier den Atlas. Den werden wir benutzen. Und dann wollte ich noch ein paar Rucksäcke bauen. Beziehungsweise ich habe, glaube ich, auch. Habe ich Holz mit? Ich habe kein Holz mit. Wobei, Holz kann ich unterwegs holen. Pff, egal. Gut, da würde ich sagen, gehen wir Richtung Süden. Ups. Gehen wir mal Richtung Süden. Schauen wir mal, was uns dort alles erwartet. Vielleicht finden wir noch eine, sage ich mal, eine Wüste, wo wir ein bisschen Sand abholen können. Marmor bräuchte ich natürlich auch. Wenn wir schon da sind, holen wir auch das Holz. Holz für eine Werkbank zu bauen. Und auf geht's. Großartig rennen will ich jetzt nicht. Essen haben wir noch ein bisschen dabei. Das passt ja. Ah ja. Ich sollte noch ein paar Pflanzen mitnehmen, für ein bisschen mehr Farbstoff noch zu holen. Paar gelbe Pflanzen wären noch ziemlich cool. Ah, das kommt noch. Das kommt noch. Hier ein paar gelbe. Mal schauen, was wir alles so finden werden. Da ist ein Häschen. Was ist das? Das nehmen wir auch mit. Komm. Das Schilf holen wir alles mit. Hoppel, 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 hoppel. Häschen. So. Kürbisse. Ach, du bist jetzt der Schockenhase. Gibt es? Was gibt es denn für einen Kürbis? Gibt es da eine Suppe? Oh Gott, habe ich mich erschrocken, ey. Huff. Oh, da haben wir einen Kürbismuffin, Käsekuchen, Kekse, eine Kürbissuppe. Perfekt. Wird gemacht mit Topf, Schlagsahne oder Tofu und einer Brühe. Nur bringt's aber nicht viel. Brühe wird aus Knochen. Uff. Truthahn. Seitan, fester Tofu, ja gut, okay, das. Oder Sojabohnen. Okay. Was ist da mit dir? Wo bist du denn? Ruhe. Kätzchen. Einfach mal Ruhe sein. Ruhig sein. Muh. Was? Ach, ein Maulwurf. Okay. Gut, dann gehen wir mal ein bisschen mal die Gegend erkunden. Quack. Ja, Tiger.
Big Cat. Zinnkies. Nehmen wir mit. Nehmen wir alles mit. Da, was haben wir hier? Stängelgarten haben wir ja zu Hause. Hier auch. Stängelgarten. Läuft. Was ist das für ein Baum? Schwarzeichenholz. Okay. Das ist aber komisch. Okay, 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 okay. Ja. Ein Pilzbiom, okay. Moos, 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 Moos. Ist da was Besonderes? Nee, ne? Nö, ist einfach nur so hingeklatscht, okay? Na gut, gehen wir einfach mal weiter. Einfach Richtung Süden. Wow, 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 was ist das jetzt? Übelkeit. Ich hasse diesen Effekt. Ich hasse ihn einfach, weil da wird es mir auch selber ein bisschen ganz komisch. Weiße Wolle, okay. Ich hätte, sollten auch mein Gebiet markieren, ne? So, wir waren ungefähr hier. Add Marker. Könnte unser Haus sein. Puh. Oh, was für einen Namen nehmen wir denn? Traut es sein, das wäre wieder ein bisschen so. Ja. Home. Sweet. Home. So. Ich denke mal, das ist ungefähr die Position. Okay, wir nehmen hier mit. Eichensetzling. Seltsam, dass hier ein bisschen was runterfällt. Wir haben hier Eichenholz. Wir nehmen aber noch hier das hier mit. Ein Bienenstock. Denn wir brauchen auch später noch ein bisschen Honig. Und Honig bekommen wir halt durch die Bienenkönigin. Auch von Pams. Das uns halt ermöglicht, auch ein bisschen Honig, Waben und was weiß ich alles herzustellen. Für weiteres Essen. Hier haben wir Aluminium-Kies. Ah, da bin ich jetzt kein Freund davon. Soll das so sein oder ist das so? Weil auch hinten bei meinem Gebiet ist auch eine fliegende Insel, die nur bis zur Hälfte ist. Oh. Mäh, mäh. Ist das Marmor? Kreide. Kreide. Anders sieht. Salz nehmen wir mit. Marmor. Entschuldigung, Marmor muss sein. Denn ich muss ja auch mein Lagerhaus ja auch noch dementsprechend ein bisschen noch verfeinern. Und da muss ich leider Marmor mitnehmen. Anders sieht, ja gut. Hier ist noch Marmor. Dankeschön. Und wieder raus. So, und weiter geht's. Was nehme ich denn alles auf? Ja gut, okay, Salz haben wir. Nur ein Salz, okay. Ich dachte, das wäre mehr.
Alter, was? Hä? Wieso verlieren die hier allen gar Wolle? Was ist denn hier los? Ich glaube, die Hundis, die Wölfe, fressen die Schafe auf. Nein, hier sind auch die ganzen... Was ist denn hier los? Die ganzen Blätter. Oh. Kaktusgrün. Hier ist nämlich noch Farn. Oh, okay. Was ist das denn für ein Baum? Silberholzstamm, okay. Ach du Scheiße. Du willst mich doch echt verarschen. Immer hier rüber. Na gut, okay, dann nehmen wir mal das Zeug hier. Kreide. So, und ab rüber auf die andere Seite. Jetzt haben wir hier alles. Ich bin schon wieder. Hab schon wieder Hunger. Das gibt's doch nicht. Das sind doch keine normalen Bäume, Eichenholz, doch. Die sind so groß. Oh nein. Okay, das ist das Zeug, was mich so ein bisschen verwirrend macht. Boah, dieser Effekt. Alter, bitte. Als hättest du was gesoffen, ey, mit 2 Promille. Die Fritterschirn. Hast du violetter Farbstoff? Oh, verdammt. Weißer Farbstoff, gelber Farbstoff. Okay. Weiter geht's Richtung Süden. Ich dachte schon. Häuser bzw. Dörfer werden ja auch automatisch auf der Karte hier, auf dem Atlas, werden sie markiert. Und alles andere kann ich das selbst markieren. Hier sind jede Menge Tiere da. Das ist schön. So, hier haben wir Eisenkies. Nehmen wir mit. Wenn es nicht viel ist. Da ist wieder ein Dschungel. Was ist das denn für ein Baum, bitte? Bist du was Besonderes? Wo ist das Holz? Weißes Holz. Das ist eigentlich auch. Das sieht eigentlich auch cool aus. Okay, ja, ja. Das sieht eigentlich auch cool aus. Das ist. Sumpfzypressenblätter. Wenn ich davon ein Setzling bekommen würde, das wäre sehr nett. Aber meine Taschen sind voll, sehe ich gerade. Nee, Essenssack kommt weg. Haben schon jetzt die Tasche schon voll, ey. Ich müsste auch mal irgendwann mal die anderen Rucksäcke mal. Moment mal, Moment, Moment mal. Wir bauen uns eine Sichel. Verdammt, wie ging die nochmal? Ah, ich hab's wieder vergessen. Eine Sichel. Das ist die Sichel. Ey, das war nicht die Sichel, oder?
Firmel Foundation. War das die gewesen? Ja. So, dann haben wir auch ein paar Blätter. Gut. 2x2. Ja gut, okay. Haut ungefähr hin. 2x2. Okay. Gut, und weiter geht's. Was zum... Das ist ja wieder so ein komischer Baum. Die sehen eigentlich auch nicht schlecht aus, die Bäume. Da will ich nicht hin. Ich hasse... Gerade mit diesem Biom. Ich weiß nicht. Das ist nicht so meins. Oh, ja, hier. Lehm. Müssen wir auch noch holen. Ach du Kacke. Das sieht auch schön aus mit dem Sumpf. Gerade mit diesen... Bäumen. Mega geil. Mega geil. Mit den Sonnenstrahlen noch. Puh, das hat was. Das habe ich jetzt schon wieder aufgenommen. Pilz? Nein. Tschüss. Das da. Hä? Was hab ich denn? Blaue Poppy. Du Küß, okay? Was zum. Hä? Das zeigt er mir an auf der Karte. Okay. Ah, ein Schneebiom. Oder? Das zeigt er mir wirklich an, wo noch Lava ist, mein lieber Scholli. Okay, cool. Wir gehen mal dort entlang. Nehmen wir auch mit. Wir brauchen dann noch ein paar Bücherregale. Was haben wir hier? Ach, das wäre auch wieder was zu futtern. Du gibst mir Kaktusgrün, okay. Oh, jetzt kurz ruckelt. Bodengarten. Ah! Ja, okay. Verstehe. Oh, okay. Marmor. Das ist aber... Das von Schüssel gefällt. Wobei... Das Marmor sieht eigentlich auch cool aus. Wir nehmen alles mit, mal Marmor. Komm. Das ist eigentlich auch nicht verkehrt. Sag ich mal für... Ja, für, okay, für die Wände. Es muss ja kein weißer Marmor sein. Wobei, Moment mal. Wir haben ja doch... Wo ist denn die Schüssel-Mod? Der Meißel da. Das ist die Frage. Wenn ich das hier nehme, mache ich den Marmor hinein. Hier. Das wäre noch ganz gut. Gute Frage. Vielleicht mache ich so einen kleinen Mix von dem Marmor. Okay, hier scheint ein bisschen mehr zu sein. Komm, wir markieren das auf der Karte. Da muss ich dann irgendwann selber mal dorthin. Mal. Ich soll es auch nicht schreiben.
Marmorberg. So. Ist das markiert? Ja. Schön. Falsch. Ja, ist markiert. So, aber hier Eisenkies. Das nehmen wir mit. Kupfer muss jetzt nicht sein, aber hier ist verdammt viel Marmor. Aber das nehmen wir mit. Hier ist viel Marmor. Das ist gut. Dann kann ich dann irgendwann, wenn ich Langeweile habe, kann ich hier diese Marmor holen gehen. Aber wichtig ist halt Salz. Für das ganze Salz in Wasser abzupacken und... Das ist schon ein bisschen, ja... Ach du Scheiße, noch eine Höhle hier. Ist das? Ich habe auch keine Fackel dabei, sehe ich gerade, merke ich gerade. Aber das ist schnell gemacht, die Fackel. Ich muss ja nur eine Hand tragen. Ja, das Wasser. Gut, okay. Gut, dann geht's wieder hoch. Mhm. Gut, auf zum Schneegebiet. Da ist wieder Salz, da ist Salz. Da ist Salz. Schwarzer Granit. Underground. Biomass Constructs. Okay. Was haben wir denn hier? Strauch. Du gibst bestimmt auch was Hellblaues, oder? Türkis. Okay. Weizengras? Nö. Ja, Miezekätzchen. Was zum Xylitblock? Okay. Wasser aus dem Nichts. Bestimmt. Ne, es kommt von ganz da oben. Wo ist hier der Ursprung? Natürlich. Eisen. Ja. Oh, ein Fohlen. Oh, wie niedlich. Kürbisse. Sehr selten. Alter, wie viel Eisenkies hier bitte? Nehmen wir alles mit. Komm, Aluminium holen wir auch mit. Ja. So, wo ist das Raffinierte hier? Das nehmen wir mit. Ich werde auch das ganze Eisen werde ich raffinieren. Vorerst mal, bis ich mal 20 Tinkers Konzwatschen habe. Das wird ja auch wieder ein Krampf. Was ist das? Das wird definitiv auch wieder ein Krampf mit der Tinkers Konzwatschen. Kaukasischer Efeu. Ist der giftig? Nein. Ja. Kleefeld, okay. Hoffentlich habe ich Glück. Das ist doch Öl. Wenn ich mich noch recht entsinne.
Oh, ich habe hier zwei Dörfer. Okay. Zwei Dörfer direkt nebeneinander, das ist eigentlich auch schon eine kleine Seltenheit. Die habe ich jetzt nicht gesehen. Entschuldigung. Kürbisgarten. Weizengras, okay. Aua, 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 aua. Was ist denn hier los? Ja. Nehmen wir mit. Schon wieder Hunger. Gut, schauen wir uns mal, wo wir sind. 1,6 Kilometer von unserem Zuhause entfernt. Okay. Auch schön hier. Das ist schon was, was mich mal interessiert, was das sein könnte. Oh, das ist die Lore. Ja. Okay. Kleiner Güterwaggon, das ist von Traincraft. Das ist eigentlich auch, was ich mal ausprobieren wollte. Mit Traincraft zu arbeiten. Zugwerkbank. Dorfbewohner, da ist der Zugführer. Ja, hier. Adler Personenwagen. Smaragde, zwei Stück. Ja, oh, Alter, wo sind. Wie habt ihr denn eure Häuser denn bitte aufgestellt? Ihr seid mir ja mal ein paar Helden. Die haben hier bestimmt was Schönes. Das ist ja echt. Oh. Was immer, eigentlich ist es immer so schön und gut mit den Welten, dass die einfach so erstellt werden. Aber auf der einen Seite muss man auch sagen, ist doch schon ein bisschen. Naja. Oh. Die nehmen wir mal mit. Dankeschön. Aha. Was? Ah, ich dachte schon. Nehmen wir mit. Zinnkies. Lesepult. Taschenvoll. Die Werkbank bleibt. Haben wir noch was hier für reinzutun? Das nehmen wir mit. Ein kleiner Schritt auf der Reise. Jo, 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 jo. Wenn ich, glaube ich, die Bücherregale abmache, bekomme ich, glaube ich, nur Bücher, ne? Ja. Okay, das ist ja echt bescheuert, was ihr. Ihr lieben Leute, braucht ihr die Tickers Construction? Braucht ihr die? Weil wenn ihr die nämlich nicht braucht, ich nehme sie gerne. Gusstisch nehme ich mit. Gussbecken nehme ich mit. Dann brauche ich mir das nämlich nicht herzustellen. Klar, ich brauche noch. Ich glaube, den Lavatank brauche ich noch dazu und. Aber wenn ich schon die ersten Teile dafür habe, ne, gerade hier die Ziegel, dann habe ich ja schon einiges da geschafft. Da habe ich nämlich einiges an Material, habe ich mir erspart. Weil die brauchen doch keine Tinkers Construction. Die arbeiten doch nichts, das sind doch alles faule Hunde. Und da gehen wir noch in die. Ja, das machen wir in der nächsten Folge. Dass wir zur. In dem anderen Dörfchen gehen. Aber das hier nehme ich mit. Das muss sein. Sorry. Laufen eh den ganzen Tag hier rum, als würden die was arbeiten.
So. Upp. Was haben wir hier? Ja, gut, okay. Weizen, Weizen. Weizen, Weizen. Wir haben hier verdammt viel Weizen. So. Wir gehen noch einmal dort oben hin. Komm. Dann wird die Folge etwas bisschen länger. Musik. Die Musik so leise, meine ich das nur so. Ja gut, ich sollte auch meine Kopfhörer ein bisschen höher stellen. Das nächste Mal. Ich habe mich schon alles gewundert. Ich höre nichts von der Musik. So. Ah, da wird es mir schon angezeigt, die Felder auf der Karte. Dann gehen wir mal dorthin. Mal schauen, was die Schönes haben. 1300 Meter. Oh, da sehe ich schon Lava. Das ist nicht gut. So, guten Abend. Habt ihr hier was Schönes? Nö. Ah. Kohle, Kohle, nein. Was ist hier drin? Gummistiefeln. Paprika. Na gut, okay. Plant Mega. Nö, danke. Ups, ups. Guten Abend. Nichts. Einfach wieder hier auf Plünderungstour gehen. Das ist auch wieder einer mit Tranquift. Okay. Frachtwaggon. Okay. Seltsam, dass die leer sind. Ich kannte nie mal, dass die noch ein bisschen mit Inhalt waren. Oh, was haben wir denn hier? Bup. Bup. Mit Mistcraft muss ich mich auch wieder zusammensetzen. Oh, ein schönes Häuschen hast du da. Eine Schmiede. Behandelter Stock. Aha. Wo ist die Tinkers? Die Tinkeranlage? Da ist er doch. Gut, da würde ich sagen, ich werde noch die Tinkers Construction noch einmal klein hacken. Und dann sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. Gut, würde ich sagen, war es das gewesen. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.